Moin und hallo, herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Video der Tammy-Maus. Heute möchte ich gerne mit euch einen Zitronenkuchen in einer Kastenform backen. Geht ratzfatz. Ja, ist eigentlich so einfach, warum habe ich ihn noch nie gemacht? Deswegen heute das Video. Los geht's! Wir starten mit 4 Eiern. Einmal die Waage betätigen. Dann kommt dazu 150 Gramm Zucker. Ich glaube 120 reichen auch. Wir nehmen 120. Und dann nehmen wir 200 Gramm Schlagsahne. Was wir bei dem Zucker sparen, holen wir durch die Sahne wieder raus. So, das verrühren wir jetzt. Und zwar 30 Sekunden Stufe 3. Das war's fürs Erste. Dann geht's weiter mit Mehl. 220 Gramm, glaube ich. Ja. Oh, 240. Eine halbe Tüte Backpulver fliegt hier noch so rum, die kommt mit dazu. Hier habe ich auch noch so einen Rest. Ich denke, das ergibt dann so eine dreiviertel Tüte. Ja, also eine dreiviertel Tüte Backpulver habe ich jetzt genommen. Und dann habe ich hier so ein Fläschchen Vanillearoma, die ist so dreiviertel voll. Die gebe ich auch dazu. Wieso kommt das Zeug eigentlich immer so schlecht aus der Flasche? So, jetzt ist sie leer. So, das verrühren wir jetzt 15 Sekunden, wieder Stufe 3. Wie ihr seht, das geht ratzfatz. Jetzt haben wir einen schönen weichen Teig. Ja. Jetzt habe ich hier eine Kastenform, 30 cm. Die habe ich schon eingepinselt mit meinem super Backtrennmittel. Falls ihr das noch nicht kennt, mit Backtrennmittel könnt ihr eure Formen wie Brotformen, Kuchenformen einpinseln und bekommt dann das Gargut super aus der Form. Das nehme ich seit, ja, ich glaube, 2-3 Jahren. Wer das noch nicht kennt, ich verlinke euch da oben, glaube ich, ja, verlinke ich euch das Video und schaut es euch doch gerne mal an. So, aber das ist jetzt unsere Kastenform. Jetzt geben wir den fluffigen Teig, der ist richtig fluffig, in die Form. So, der geht jetzt in den Backofen, weil unser Backofen ist immer ziemlich flott. 50 Minuten, 170 Grad. Ich lege auch ein Backpapier drüber und dann sehen wir uns gleich wieder. Also 50 Minuten, 170 Grad. Bis gleich. Fertig. Ja, 45 Minuten sind rum. Ich decke das Ganze immer gerne mit einem Stück Backpapier ab, weil ich das halt nicht mag, wenn es von oben ja, zu dunkel ist. So sieht er aus. Er hat schon in der Form gewackelt, das heißt, ich kriege ihn so raus. Tada! Ging das nicht fix? Der ist jetzt zwar noch saumäßig heiß, aber irgendwie kann ich es jetzt auch nicht mehr abwarten. Ich muss ihn jetzt anschneiden. Ja, gar ist er auch. Ich habe die Stäbchenprobe gemacht.
Also wie gesagt, bei mir hat es gedauert 45 Minuten bei 170 Grad. Umluft habe ich ihn gebacken. Ich hatte ihn ja auch abgedeckt mit Backpapier. Und er war nicht vorgeheizt. Also der Ofen war nicht vorgeheizt. In den kalten Backofen geben und ja, dann genießen. Ich möchte jetzt gleich das Video beenden, weil ich möchte es so schnell wie möglich ins Internet setzen, da ich jetzt, wir haben jetzt Mittag und heute Nachmittag bin ich unterwegs und bis er abgekühlt ist, bin ich schon weg. Deswegen machen wir jetzt mal die Geschmacksprobe, auch wenn er noch sehr heiß ist. Der Rand ist schön knusprig. Für mich hätte er noch ein bisschen zitroniger sein dürfen. Ich hatte jetzt leider keine Zitrone zu Hause, sonst hätte ich noch ein bisschen Abrieb einer Bio-Zitrone reingegeben. Das nächste Mal werde ich auf jeden Fall eine ganze Flasche von dem Zitronenaroma reingeben. Ich hatte ja nur noch eine Dreiviertelflasche. Der Rest, den müssen ja auch mal weg. Ihr kennt das vielleicht. Aber saftig ist er auf jeden Fall. Schaut euch das Ganze mal an. Ich will ihn jetzt allerdings heute Abend, wenn ich wiederkomme, mit Puderzucker bestäuben. Und das war's dann auch schon. Ich nehme noch einen Haps. Also wie gesagt, der Rand ist knusprig. Aber innen drin super fluffig. Hoho, heiß, heiß, heiß. Seht ihr das? So Lille, vielen Dank. Ich lasse drin. So Lille, wollte ich sagen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich halte euch mal mein zweites Buch in die Kamera. Das habe ich übrigens noch gar nicht gemacht, fällt mir gerade ein. Seitdem ich es habe, habe ich noch gar kein neues Video gemacht. Lieblingsrezepte der Tamilmaus Teil 2. Vielleicht habt ihr Teil 1 ja schon. Teil 2 gibt es jetzt, seit dem 1. April. Direkt beim Lemperts Verlag, bei Weltbild, bei Amazon. Keine Ahnung, irgendwo im Internet, eBay. Schaut einfach mal. Wenn ihr Interesse habt, setze ich euch in die Infobox die ISBN-Nummern, genau, ich kann jetzt gerade nicht drauf. Und dann könnt ihr sie für 9,99 Euro erwerben, wenn ihr möchtet. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Oh, Tamilmaus. Tschüss. Euer Tamilmaus aus Friesland bei Facebook. Nachschauen bitte.